meine Pingus. Willkommen zu einem neuen Speedbuild-Video von mir. Und wie ihr merkt, es hat sich schon wieder etwas geändert. Um es für euch und mich etwas einfacher zu machen, habe ich entschieden, einfach über die Speedbuilds drüber zu quatschen. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, denn jeder, der das nicht hören möchte, kann einfach den Ton ausschalten. Alle anderen können zuhören, was ich so zu dem Set zu erzählen habe. Und dann fangen wir endlich mal an. Ich habe hier für euch das Lego Friends Set Mias Haus mit Pferd, welches im ersten Halbjahr dieses Jahres erst erschienen ist. Alle Daten zu dem Set findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich persönlich habe der Veröffentlichung dieses Sets unglaublich entgegengefiebert, weil ich die Wohnhäuser der anderen Mädels von Heart Lake City auch habe und ich bin total begeistert davon. Hier sehen wir auch gerade Mia mit einem wunderschönen Oberteil mit Eicheln drauf. Das Set heißt nicht nur Mias Haus mit Pferd, sondern da ist tatsächlich ein Pferdchen auch noch drin, wie man sieht. Ein wunderschöner Apfelschimmel mit einem Herz am Popo. Als nächstes sehen wir einen kleinen Brunnen, der dazugehört, der auch eine Kurbel hat, damit man natürlich das Wasser nach oben transportieren kann. Los geht's mit dem Bau des Hauses. Als erstes ist hier die Küche dran, die auch ein sehr interessantes Farbthema hat. Wie man sieht, die Küche ist gefliest mit weißen und limettengrünen Fliesen. Dann gibt es noch einen kleinen Schrank mit Schubfächern, einen Ofen mit Herdplatte, einen kleinen Schrank für das Backzubehör zum Beispiel, eine kleine Spüle. Eine Rührschüssel, eine Pfanne mit veganem Ei drin natürlich, wie immer. Und einen Mixer für lecker Säfte und Smoothies. Die Fassade ist an der Stelle noch in beige gehalten mit wunderschönen blauen Fenstern, einem hellgrauen Steinsockel und einer fliederfarbenen Zierleiste. Upsi, da hat sich ein kleiner Baufehler eingeschlichen. Wer hat's bemerkt? Bitte in die Kommentare. Neben die Küche wird jetzt der Eingangsbereich gebaut und daneben schließt auch gleich das Wohnzimmer an. Auch wenn es dicker sind, finde ich die Sprossenglastüren, die hier dabei sind, richtig schön. Ich finde das super, dass auch da wieder das Thema von Indian Summer mit den Eicheln und Blättern und so in Orange gehalten wieder aufgenommen wurde. Das Design dieses Stickers finde ich auch richtig gut gemacht. Ein richtig modernes Regal, was aber so aussieht, als hätte der Vater oder die Mutter oder das Kind das Regal aus altem Holz zusammengeschreinert und wirkt aber total modern. Das ist die Mutter Anne mit wunderschönen langen roten Haaren und zwei Ketten. Das ist der Papa Agnes, der meiner Meinung nach Forstarbeiter ist. Und das ist das Familienkaninchen, diesmal in Nougat. Ich habe vorher immer nur die Häschen in Weiß gehabt. Tiere sind keine Sklaven. Natürlich ist es egal in der Spielzeugwelt, wie man da mit den Tieren spielt, weil es ist ja eigentlich nur Plastik. Aber in meinen Videos möchte ich trotzdem immer ein kleines Statement für den Tierschutz senden und von daher werde ich das auch immer mit reinbringen. Da das Gebäude in einem Bergwald steht, ist hier auch noch schön ein Felsen eingearbeitet. Finde ich super und hält die Treppe, die außen nach oben führt. Das gefällt mir auch sehr gut, sehr windschnittig. Das gestreifte Polster finde ich auch total schön.
Also es sieht sehr gemütlich aus. Heim darf natürlich der kleine Couchtisch nicht fehlen. Heutzutage natürlich mit Smartphone und einer pinkfarbenen Tasse Kaffee drauf. Oder lieber weiße Schokolade. Und schon war das Wohnzimmer fertig und auf zur nächsten Hütte. So, wir sind jetzt dabei, das Badezimmer zu bauen. Mit Klobürste. Mit Schüssel natürlich. Und Klopapierrolle. Alles, was man braucht. Eine Dusche haben sie nicht, aber vielleicht gehen sie auch im Fluss nebenan planschen. Das Haus steht höchstwahrscheinlich in einem Wald und da darf das Vogelhäuschen natürlich nicht fehlen. Auch schön ist hier die Holzvertäfelung an der Außenwand. Runterfällt, kommt natürlich noch eine dunkelbraune Holzbalustrade an den Balkon dran. Auch hier nochmal der kleine Tierschutzhinweis: Die Bienen machen den Honig für sich selbst. Das Haus hat an dieser Seite eine sehr interessante Gestaltung der Außenwand, denn diese ist auch noch bestückt mit einer Kletterwand. Und in der Kletterwand ist auch noch eine Luke, sodass Mia, wenn sie Bock hat, sich auch mal des Nachts davon schleichen kann. Auch dieses Panel wird durch einen Sticker wieder zum Regal. Und man sieht übrigens, das Design des Stickers zeigt, dass der Hintergrund eigentlich eine gemauerte Wand ist. Aber ich persönlich finde, dass die Brauntöne eher an eine Holzfassade erinnern, anstatt an ein Gemäuer. Hier oben drauf noch direkt unter dem Dach eine Schlafnische für Mia. Ich finde das auch super niedlich gemacht und stelle mir das sehr kuschelig vor. Zwar etwas geröstet könnte man werden im Sommer, aber das ist ja egal. Es sieht auf jeden Fall sehr kuschelig und gemütlich aus und ich könnte mir vorstellen, da hat sie viele schöne Nächte verbracht. Wie man sieht, ist das Haus von Mia ein giebelständiges Haus, was es so bei den Gebäuden auch noch nicht gab und was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Thank you.
nur noch das Dach in dunkellila drauf und schon ist das Häuschen fertig. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Bauen. Angefangen bei den Mini-Dolls bis hin zu dem Indian Summer Farbschema finde ich das wirklich sehr gut gelungen. Und ich freue mich schon riesig drauf, das auseinanderzunehmen und ein paar Mocks daraus zu bauen und danach es mit den anderen bereits veröffentlichten Gebäuden zu vermischen und daraus Mocks zu bauen. Also bleibt dran. Macht's gut. Ciao.